Hier stinkt's. Hier stinkt's doch nach meinem Rivalen in Pokémon Gelb. Und damit seid gegrüßt, meine Zwergenknummer, und den Datum zu einem neuen Part. Pokémon, die gelbe Edition mit dem Zwergenfürst. Und da haben wir ihn schon, Gary, der Rivale. Was hat dich aufgehalten, Zwergi? Nichts hat mich aufgehalten. Na doch, irgendwie schon. Der Verlust gegen dich in einem Kampf, der hat mich aufgehalten. Du warst doch ein sehr Brocken im letzten Kampf. Hahaha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ja, gut. Sag ich, glaube ich, nichts dazu. Ich war ja schon mal hier. Und jetzt habe ich was dazu gesagt. Tja. Ich schätze, Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Und ich werde jetzt nochmal gegen dich kämpfen, als wäre es das erste Mal. Sandamer, Lutexo. Versuchen wir es ein weiteres Mal, den Gegner Gary zu besiegen. Zum Beispiel mit Glut. Ja, gut. Glut hat wohl nicht sehr viel gebracht. Ein paar Wortspiele am Anfang. Ein paar Wortwitze. Ich würde es gern mit Schluck ausprobieren. Ich weiß nicht, was der so auf Lager hat, aber vielleicht gegen Sandama könnte was bringen. Eventuell. Versuchen wir doch mal Blubstrahl. Blibla Blubstrahl. Auwei. Dem Schluck geht's gerade gar nicht gut. Oh Mist. Aha. Die Buckflöte haben wir eingesetzt. Wir haben leider weder Tränke noch Beleber. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für den Kampf gegen den Rivalen, Gary. Das ist doch die beste Voraussetzung. Na toll, dann halt wieder Glutexo. Wir sollten uns eventuell mal ein paar Heilungsmittel besorgen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Ein Trank, so ein kleines Trinkchen oder mal ein Beleber. Wäre mal so mein Vorschlag. Könnte man mal machen, könnte man mal überlegen. Und eindeutig ist hier Schillock wohl der Beste in dem Kampf gegen Sandama. Hat viel abgezogen. Ja, Schlitzer ist aber auch sehr effektiv gegenüber Glutexo. Und da wurde Glutexo besiegt. 2 Pokémon auf 1 Pokémon. Ja, 2:0 sozusagen. Das ist eine schlechte Sache. Das sieht gerade nicht gut aus. Und Donnerschock ist natürlich nicht effektiv. Das ist ganz schön der Beste hier im Kampf. Ja, gut, habe ich gesagt. Na, hoch zu Kipion. Na komm, noch ein bisschen. Na komm, das wirst du hinkriegen. Nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir holen uns vielleicht beim nächsten Versuch vorher mal ein paar Tränke und dann versuchen wir es mal richtig, wie man es ganz gut macht. Und nicht so halb, sondern mit Anstand hier gegen den Sandama kämpfen. Ich weiß, die Rocket-Rüpel, die war nicht sehr anspruchsvoll jetzt hier, die Kämpfe, aber Giovanni, der wird vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller sein. Deshalb ist, glaube ich, dieser Kampf eine sehr gute Vorbereitung, ein sehr gutes Training dafür, dass wir gleich gegen den Giovanni kämpfen müssen. Ist gar nicht so schlecht, hier vorher durch zu müssen. Ja, das hat mich ja schon in Pokémon Weiß am Ende ja
sehr abgestraft, dass ich nicht trainiert habe. Hier habe ich vielleicht ein bisschen mehr trainiert, aber man sieht, ich lerne auch irgendwie nicht aus meinen Fehlern. Pokémon Omega Rubin, das Let's Play. Da werde ich es müssen, da werde ich dazu gezwungen sein zu trainieren. Und da werde ich wahrscheinlich sogar ganze Parts machen müssen. Da aus folgendem Grund, weil die Top 4 in Pokémon Omega Rubin einfach mal einiges abfordert und ja, da braucht es ein sehr gut trainiertes Team und da muss man schon was drauf haben. Pokémon Omega Rubin, ich habe es schon mal durchgespielt. Also privat habe ich das mal gezockt. Sollte man jetzt nicht unterschätzen, das Spiel. Es beginnt sehr leicht und einsteigerfreundlich und tut so, als wäre es ein leichtes Spiel. Wird es dann zur Mitte hin noch ein bisschen schwerer, also fordert dich dann zur Mitte wieder ein bisschen und da sind wir K.O. Und wird dann zum Ende wieder schwach hin und die Top 4, die wird dann mega stark, also gibt es das Gefühl, du müsstest nicht trainieren und dann überrascht es dich dann an der Top 4. Ha, hättest doch lieber trainiert. Hahaha. Jetzt kommen hier die starken Typen. Ja, und hier werde ich mir mal gleich mal was besorgen. Beim nächsten Supermarkt. Wo ist denn der? Der muss doch irgendwo in der Stadt sein. Kaufen wir uns mal was. Wäre, glaube ich, sehr praktisch. Okay, hier ist kein Supermarkt. Kann man nichts kaufen. Wie wäre es denn hier? Nein, das sind die Arenen. Da gibt es auch nichts. Das ist ein Markt. Ich sehe einen Markt. Da werde ich doch mal in den Markt gehen und mir was besorgen. Mach ich doch glatt. Schauen wir rein. Was habt ihr im Angebot? Wie wär's mit ein paar Tränken? Eventuell auch belebern. Erzähl nicht. 1500 und 3000. Erzähl nicht, mein Geld reicht nicht für drei Übertränke. Erzähl mir nicht. Vielleicht kann ich was verkaufen. Eine Karte, ja, die brauche ich sowieso nicht. Flugzeug, werde ich das noch gebrauchen? Ja, werde ich bestimmt mal gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich also nicht verkaufen. Schade. Ein Bootsticket kann ich wahrscheinlich auch nicht verkaufen, die Angel auch nichts. Das VM kann ich aber bestimmt verkaufen. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein, kann ich nicht gebrauchen. Nein, kann ich nicht verkaufen. Bah. Ich möchte ein TM verkaufen. Für 2000. Boah. Das lohnt sich doch halbwegs. Kann ich nicht gebrauchen. Was, du kannst eine Karte nicht gebrauchen. Erzähl mir nicht. Erzähl mir nichts vom sonst was von dem Holzgnom hier. Erzähl mir nichts vom Holzgnom. Genau. Ein Sprichwort, das ich mal eben schnell erfunden habe. Eigens für dieses Spiel hier. Und ich verkaufe alle TMs. Was soll ich denn mit TMs? VMs, ja gut, die sind sinnvoll, aber TMs. Ja gut, gucken wir mal, ob wir uns was noch was leisten können hier. Ein paar mehr trinke als zwei. Ja. Ich hole mir erstmal fünf. Vielleicht reicht es ja für den Rivalenkampf. Vielleicht reicht es ja dann auch noch für einen Beleber. Und für zwei Beleber reicht es noch. Okay, damit müssen wir auskommen. Lieber das als nix, aber es ist ja sehr schlecht als recht. Eher schlecht als recht, meine ich natürlich. Na, dann wagen wir uns wieder rein. Und gehen hoch zu dem Rivalen. Ich würde sagen, bis gleich. Hier sind wir wieder zurück. Dann mal rein in den Kampf. Diesmal mit Tränken. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich wird das was. Die Texte müssen wir hier nicht mehr vorlesen. Das wird diesmal was. Na, jetzt doch mal bitte.
kann doch hier nicht dran scheitern. Das wird doch hier nicht an einem blöden Kampf hier mit Gary scheitern. Wir sind schon so weit gekommen hier. Das ist schon der 6. Ohren, glaube ich. Du wirst doch hier nicht an unserem Rivalen scheitern. Wir sind doch stärker als der. Ich euer. Hier kann doch hier nicht sein. Noch Gio waren die doch schon mal besiegt hier. 6 Ohren haben wir schon errungen. Einmal Blutstrahl. Was? Wieso darf der zweimal hintereinander einsetzen? Unfair. Unfair. Ich muss gleich einen Trank einsetzen. Ich habe nur 5 dabei. Meine Mittel sind begrenzt. Das ist ein Hypertrank. Aber die ist halt auch nicht sehr viel möglich. Da ist nur begrenzte Mittel machbar. Vielleicht versuchst du mal mit Aquaknarre. Der setzt schon wieder zweimal hintereinander an. Wie unfair. Das ist... Nein. Das ist gegen die Spielregeln. Nein. Unfair. Unfairer Kampf vom Gegner. Ich möchte das vom Kampfgericht zur Anklage bringen. Flitzer. Mann! Das hätte ich so gut hinkriegen können. Zunge verknotet. Das fängt jetzt auch schon an. Georg! Versuchst du mal. Ich habe auch nur wenige Beleber. 2 habe ich, glaube ich. Das juckt mich. Flitzer! Na komm, vergrab dich, mach Schlaufler. Schaufler, mach es alle. Und räche dich. Für Schlock. Na komm, geh sterben. Ich sagte, geh sterben, verdammte Kacke. Ja. Sternschauer. Mann. Weiter. Mega Hieb. Zack. Ich bin den Pass hier auch noch. Voll kriegen hier heute was. Wie auch noch zu Giovanni. Ich kann ja hier den Part nicht Rivale nennen. Das ist doch hier nicht. Kann doch nicht sein. Nein. Ich muss auch noch irgendwas erreichen hier im Part. Will ich irgendwas noch hinkriegen? Ja, Schaufler wird nichts bringen, aber versuchen kann man es ja. Wieso eigentlich nicht? Was? Das war doch nur eine einfache Zerschneiderattacke oder so. Meine Fresse. Ich reg mich nicht auf. Nein. Ich reg mich nicht auf. Ich bin in den Rivalenkampf. Amurastrahl. Nachher, wenn Lenny Fickels neues Video, wie wäre ich, wenn ich der Rival aus Pokémon wäre? Joa. Sitzt dann da und für mich getrollt. Guckt dann in meine Abo-Box. Was ging daneben? Willst mich verarschen oder was? Du willst mich doch verarschen. Das, meine Damen und Herren, war mein stärkstes Pokémon im Team. Ja gut, ist ein Austoss. Ein Beleber auf Schluck. Ich weiß nicht, ob das so klug war, aber Lutexo gegen Austoss, das kann doch nichts werden. Schluck gegen Austoss, das wird den Kopf an Kopf rennen, aber vielleicht viel eher. Vielleicht schon viel eher. Versuchen wir es mal. Lutexo genug, ja genau. Lutexo gibt dich nicht mehr, begibt dich nicht noch mehr an Gefahr. Ja, wie wäre es denn mit Biss? Versuchen wir es mal so. Attacke schlug fehl, ist verwirrt. Hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Wie unlogisch. Superstall schlägt zum Glück fehl. Bin natürlich weiterhin verwirrt. So viel zu Biss. Ja, gut. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Das kam jetzt schon ein bisschen unerwartet. So viel zu Kopf an Kopf rennen. Das werden auch mal erledigt. Das Austoss, ja, das ist ein 10 Level über meinem Schluck. Ich will ja nichts sagen, aber... Ja, Kacke. Smitbo war, glaube ich, nein, Smitbo hat es gar nicht geschafft. Nein, Smitbo.
Nichts mit Bo. Nichts mit Bo. Nichts mit Bo, sagte ich. Am Arsch. Was tue ich nun? Tauburger wieder beleben? Vielleicht nicht die klügste Idee. Ah, ich stinke ab hier. Ich stinke ab in diesem Part hier. Ihr seht's doch. Ich bin zu schwach für den Rivalen. Gibt's da nicht auch irgendwelche Tipps und Tricks, wie man hier das irgendwie machen könnte hier? Ein Blubber wird nicht sehr viel bringen. Super Schall. Verwirrt. Ja, Verwirrung kann mal passieren in so einem Kampf. Also, Austausch ist jetzt nicht gerade ein gefährlicher Gegner für Schluck, aber Schluck ist jetzt auch nicht gerade ein gefährlicher Gegner für Austausch, um es so zu sagen. Und die Attacken hier, die ziehen kaum noch was ab. Das ist hier scheinbar Herzner-Funktion und so weiter. Passiert relativ wenig. Ja, super Schall, kann die Hälfte. Na, halt die Haken hier, oder was? Mannwurfen. Nee, Haken. Das wird hier wohl ewig dauern, wenn das so weitergeht. Ja, Stück für Stück langsam voran. Irgendwann besiegen wir das aus. Das auch. Ein Blubstrahl. Ja, ein Blubstrahl ist, glaube ich, hier das Beste. Initiative singen, Superschall. Ja, passiert nichts außer Verwirrung und verwürzen wir alle jetzt eh schon. Dadurch, dass ich so schwach bin. Wie kann der nur so schlapp sein? Das fragt sich jeder. Die Verwirrung ist groß, auch die Verwirrung der Zuschauer ist gigantisch. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Attack schlug viel. Ja, ein wahrhaft langweiliger Kampf. Wir stehen hier und warten, dass Schlock irgendwann mal das Austausch besiegen könnte. Vielleicht passiert es irgendwann in ein paar Jahren, Monaten, Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten. Wer weiß es. Es könnte ewig dauern. Es könnte aber auch gleich vorbei sein. Und da legt er noch mal einmal zu und es dauert noch ein Weilchen, ein ganzes Weilchen. Der Balken ist schon auf Rot, aber der Kampf zieht sich noch weiter hin fort und es wird nicht spannender, es wird nicht. Wir greifen immer dieselbe Attacke und auch immer dieselbe Attacke vom Gegner. Blubstrahl, Superstrahl. Das ist immer dasselbe hier. Zwischendurch mal zur Abwechslung nimmt aus dort auch mal einen Trank, damit es auch noch ein bisschen länger dauert. Und der Schlug verletzt sich selbst. Der ist so ein bisschen suizidgefährdet. Der rammt sich zwischendurch auch mal gerne sein Messer, das er natürlich in seiner nicht vorhandenen Hosentasche hat, in seine Pulsader rein. Also der verfehlt sich immer, deshalb verletzt er sich nur selbst und tötet sich nicht auf einmal. Das ist dann natürlich ein bisschen, ja, kacke. Und versuchst dich umzubringen und die Pulsader verfehlst, dann verletzt du dich nur vor Verwirrung selbst, ja, vor Verwirrung hier. Ich bin auch schon sehr verwirrt. Dann haben wir das Auto aus, was endlich besiegt uns die Demonetarisierung. Ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Die ist mir auch gewiss, weil ich hier über Sachen geredet habe. Ja. Der nächste. Wir haben zwei hier besiegt. Da waren es nur noch drei. So, Magneton. Das müssen wir heute auch noch mal besiegen hier. Jetzt, das sieht nicht so gut aus. Schlock hat wohl seinen Part getan. Schlock ist am Ende. Ich frage mich, wie ich dieses Thumbnail kreieren soll, wenn das jetzt alles im Part ist.
Es wäre ja lustig, irgendwie was mit Schillock und die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die mit dem Selbstverletzen irgendwie in Titel zu kriegen. Bloß, wie soll ich das? Versteht ihr, was ich meine? Wo kriege ich denn jetzt so ein Bild copyright-mäßig her? Und so, wie mache ich das auch, dass das jugendfrei bleibt? Ja, dieser Part ist sowieso lange nicht mehr jugendfrei. Verdammt. Bitte sperrt es mir nicht. Ich muss diese Videodatei einfach behalten. Ich darf die nicht löschen. Dieser Part wird für immer verschollen bleiben. Wäre eigentlich nicht so schlimm, weil den Rivalen hier zu besiegen, das ist jetzt nicht sonderlich. Oh, fehlt nichts. Wisst ihr, was ich meine? Fehlt nichts im ganzen Spiel, wenn ich den jetzt in diesem Part besiegen sollte. Soll es auch mal geben, solche Parts. Ja, super Schall, wieder diese Aktion hier und das dauert hier wieder. Verbrennung, okay, zum Glück haben wir das. Das ist gut auf meiner Seite. Ich bin verwirrt und hat sich vor Verwirrung wieder selbst verletzt. Was soll ich dazu sagen? Ich streue Salz in eure Wunden hier. Das ist mein Team hier. Das ist ja zum Heulen hier. Verbrennung, Schade, Magneton, wenigstens das noch. Nie wie Kinder gebt fein Acht. Macht nicht das nach, was Lotexo macht. Das war sehr schlecht gereimt. Aber macht es trotzdem nicht. Lotexo ist ein verdammter Ritter hier. Yay! Super viel Spaß nach meinem Thumbnail suchen. Ach man, Leute. Ich mach's mir auch nicht immer leicht. Muss das Video jetzt ab 18 schalten oder muss das nicht? Ich habe das jetzt ganz leise gesagt, damit es eventuell irgendwie nicht von der Kamera so gut erfasst wurde. Aber wie ich meine Kamera kenne, hat sie gerade das gut erfasst. Ja, meine Kamera ist halt eine ganz nice, sag ich mal so. Level 30 für Lotexo. Juhu, wenigstens ein Grund zur Freude in diesem Part. Kadabra! Abra, Kadabra, Simsala. Ja, das war's. Das war's. Dann weiter gehen die Entwicklungen nicht. Tja. So ist es. Blut! Diese Attacke war nicht sehr effektiv. Hypertrank auf den Falschen eingesetzt. Lotexo wird's hier nicht wirklich bringen. Au, Scheiße. Ich bin schon so weit gekommen. Ist jetzt nicht verkacken. Nein. Nein. Komm, lass es doch mal funzen hier. Lass es doch mal funktionieren hier. Beim endlichsten Versuch. Pikachu, kannst du irgendwas ausrichten? Liebe Grüße von mir. Donnerblitz. Genesung. Ja, der kann Genesung. Ja, finde ich spitze. Das kann ich gebrauchen, diese Attacke. Wow, verdammt gut. Weiter so, Pikachu. Genesung. Ja, mach du hier deine Genesung hier. Heil dich, solange du dich selbst heilst und mich nicht angreifst. Bringt's mir relativ wenig. Das war ein Volltreffer gerade, oder was? Donnerschock. Konfusion. Ach du Schande. Pikachu ist am Arsch. Das ist nur Level 26. Komm, Donnerschock. Mach so weit du kannst. Ja, gut, wenn ich das gewusst hätte, dass der jetzt so gut reinhauen kann. Och, diese Heilung, diese Genesung. Ach. Hat mich ganz schon gleich gar nichts erreicht. Ich habe keine Heil-Items mehr. Konfusion. Nein. Der Ruf der Verzweiflung. Genau so klingt der. Habe ich noch Beleber?
schaut es nicht danach aus. Augen. Scheiße. Aussetzer. Wird blockiert. Mit Empor. Genesung. Genesung. Das liebe ich doch. Oh. Heilige Flugattacke. Die ist effektiv. Na komm. Das kriegen wir noch hin. Das kam jetzt überraschend. Bitte lass uns das irgendwie schaffen. Ich glaube, das war selbst nicht mehr dran. Ich glaube nicht daran. Das Attacke ging daneben. Boah, Konfusion. Ich glaube nicht mehr daran, dass wir es schaffen. Ja, da sagte ich's. Und verabschiedete mich von diesem Kampf. Alle Pokémon von Swaggy wurden besiegt. Das finde ich ja spitze. Das finde ich super. Jetzt fällt der Sack auch noch in Ohnmacht. Ein Junge, der in Ohnmacht fällt. Habt ihr schon mal einen Jungen gesehen, der in Ohnmacht gefallen ist? Nein. Ah, den 3DS nochmal neu gestartet. Ja, okay. Sind wir wieder hier mit Trinken. Ich werde das Ganze mal offscreen weitermachen. Aber ich weiß ja, dass ihr mich gerne leiden seht und deshalb hat mich dieser Part auch irgendwie gefallen. Ich hab's ja halbwegs gut, hoffentlich, moderiert. Ja, im nächsten Part hoffentlich nach Gary, also hinter diesem Kampf, den Kampf besiegt. Daher werde ich mal im Offscreen-Training, kann man es irgendwie nennen, ein bisschen rumragen und dann meiner Familie auf den Senkel gehen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Hinter diesem Kampf, da geht's dann weiter. Ja, ich habe es mir sagen lassen, ich habe mich spoilern lassen. Da geht's dann weiter mit Giovannis Kampf. Oder mit ein paar Zwischenkämpfen noch. Das kann ja sein, aber das, ich hoffe ja, ich weiß ja sogar fast, dass Giovannis Kampf leichter wird. Kann ja nur noch leichter werden. Das ist ja Team Rocket und ja. Däumchen nach oben sollte sich dieser Part irgendwie gefallen haben. Ja, es ist sehr wenig passiert. Ich entschuldige mich dafür. Ich gucke jetzt mal, ob ich ein geeignetes Thumbnail finde. Gut. Das ist jetzt mein Problem. Däumchen nach oben für dieses Thumbnail. Ich weiß nicht, was ich mache, aber egal, was ich mache. Es war ein Kunstwerk. Also, allein schon für das Thumbnail. Däumchen nach oben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zimmerquest verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Part von Pokémon Gelb. Ich hoffe, es hat euch heute nicht zu sehr missfallen. Ciao, ciao.